Morgen. Donnerstagmorgen haben wir es. Ich habe den 29 Gummikettenbagger noch geladen. Den lade ich jetzt ab. Dann sattel ich um, lade einen A29 Radbagger, Mobilbagger. Damit fahre ich dann wieder hoch nach Darmstadt an die Uni. Das ist, da steht nur einer, da stehen zwei. Der eine hat eine Pause im Gitter auf dem Dach, darüber steht ein anderer. Ah, egal, gucke ich jetzt lade ich erstmal den 29 ab. Bin in Darmstadt, ich stehe jetzt mehr schlecht als recht. Baustelle ist hier hinter dem, wo der Kran steht. Da hinten ist die Baustelle. Ja, ich werde jetzt hier abhängen irgendwo. Also nicht irgendwo, sondern hier. Ich fahre den Bagger dann per Achse runter. Es sollte nochmal gehen. Das war ein Tieflader, aber gut. Vorbeikommen, das sollte passen.
das graue Auto hochkommt, fahre ich jetzt runter. Oh, 20 Minuten vor 12 haben wir es. Ich bin schon wieder zu Hause. Fällt jetzt hier diese Planierraube, die 726. Hier. Die stelle ich aber nur rüber in den Hof. Ah, genau, das stelle ich hin. Die bringe ich nur rüber in den Hof, dann lade ich dort in der Walze und die fahre ich dann runter nach Wiesbaden. Beziehungsweise Mainz-Kastell heißt es offiziell. gehört aber zu Wiesbaden. Gehört aber zu Wiesbaden. So, die fahre ich. Thank you.
ich schon, ey. Total. Die Haube habe ich ja hier abgeladen. Oder beziehungsweise rübergebracht in den Hof. Ins Außenlager. Und die Walze geladen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber die geht jetzt rüber nach Mainz-Kastel. Bei Wiesbaden. Oder Wiesbaden. Zwischen Mainz und Wiesbaden halt. Da geht die jetzt hin. Ich habe noch einen Löffel für eine Schaufel für den kleinen Radlader. Habe ich auch noch geladen. Jo, fahre ich jetzt da runter. Und dann lade ich ab. Ich vermute, dann wird es das auch gewesen sein für heute. Ich eigentlich immer rechts rum, wenn ich links rum raus will. Ist einfach so drin, keine Ahnung. So, bin hier gerade in Wiesbaden. Hab schon wieder abgeladen. Wir arbeiten hier links und rechts. Links wurden gerade die letzten Bahnen gekalkt. Seite von dem Geisel habe ich damals die Planierraube, die jetzt hier links steht, heruntergezaubert quasi, wo ich das viele Holz auf die Straße gelegt hatte. Es war in dem Geisel auf der anderen Seite. Sorry, dass ich... Kann ich auch ausmachen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Zusammenhänge. Gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Das ist hier nur Chaos. Ah ja. Und ging
Feld, warum auch immer. Ich könnte im Strahl ins Eck. Ne? Morgen ist Freitag. Ich habe morgen werde ich den Radlader, den ich die Woche getauscht habe, in Hockenhausen, den werde ich morgen wieder zurücktauschen. Das sollte heute Abend fertig sein. Vielleicht ein größerer Bagger fertig. Aber ich gehe davon aus, dass der Radlader von Bockenhausen, dass der wieder nach Engebach geht. Und macht der wohl hier raus. Sorry, habe ich nicht gesehen. Dann kann ich auch dann später im Anschluss noch den Tieflader tauschen. Zeigt gar nicht, fahr gerade, aber hängt böse nach links. Ne? Ausgezogen. Jetzt fahre ich rüber in unseren Hof vor die Werkstatt. Wie schon gesagt gestern, ein Radlader, ein L566. Den fahre ich nach Rockenhausen und den von Rockenhausen bringe ich dann rüber nach Mannheim. Niveauregelung, ich muss mal mein Niveau ein bisschen anheben hier. Als ich das gemacht habe, ist es bestimmt schon 11 Uhr. Mal gucken, was ich dann noch mache heute. Parkplätze, da kann ich ja parken. Eingerastet. Sich jetzt hier reinschiebt. Naja, egal. So, ich gehe schnell abhängen.
hole mal den Ladrade. Spezialauftrag konnte ich abwenden an meinen Kollegen. Sorry. Ja, der fährt einfach mit seinem Hängerzug gleich da rein. Wieso? Auch wenn er mich wieder prügelt dafür. Aber es ist halt einfach so. So, mal gleich noch ein Stück zurück. Ich könnte ja auch vorwärts drauf fahren, ne? Die hat ja gar keine Stange mehr dran. Die hat ja gar keine GPS-Stange mehr dran. Da kann ich die auch vorwärts laden. Da muss ich gar nicht so ein Geschiss machen. Und muss das Ding rückwärts drauf fahren. Lade ich ja immer nur rückwärts die ganze Zeit, weil die GPS-Stangen am Schild dran sind vorne. Aber die hatte ich ja gar nicht dran.
die sind jetzt vom Schild aus etwa so hoch wie das Dach. Und wenn ich dann das Schild hin auf die Achse stelle, und dann wird das definitiv zu hoch. Darum fahre ich die immer rückwärts drauf. Aber brauche ich ja nicht.
erreicht. Erinnerung. Und zwar hole ich jetzt nicht die Walze, aber vielleicht mache ich das später noch, keine Ahnung. Jetzt arbeite zuerst, ich ziehe gerade durch den Dreck. Ne? Jetzt fahre ich zuerst hoch, beziehungsweise jetzt mache ich zuerst noch mal sauber. Dann fahre ich hoch auf den Felsberger Hof, auf den Bauernhof. Lauf doch, Sabo. Ich war gerade drin im Kreisel. Und der Bus kam von rechts. Ist
einfach mit reingefahren in den Geisel. Wenn ich es nicht gesehen hätte und schon früher mit meinem Tieflader wieder nach rechts gelenkt hätte, den hätte ich erwischt. Wäre ich dann schuld? Wahrscheinlich, weil es ist ja immer der doofe Kraftfahrer, ne? So. Jetzt fahren wir über den Donnersberg. Aua. Das war nur mein Tieflader. Der sitzt jetzt richtig drin. Alles gut. Das hier vorne, wo die Funkmasten stehen, Donnersberg, der höchste Berg der Pfalz. Stimmt das überhaupt? Oh. So. Um 14 Uhr vorbei. 30 Minuten circa, vielleicht auch ein bisschen länger, bin ich auf diesem Hof. Am Berg sieht man so, also ich sehe es, ob man es mit der Kamera sieht, weiß ich nicht. Da ist was in den Wald gebaut quasi. Das ist eine Paraglide-Startrampe oder Startbahn oder ja, Startbahn, denke ich. Da sind wir.
Speicher, den ich laden soll. Ach nee, hier steht alles voll mit. Alles voll mit Bus hier. Stell mich mal dahinter dran. Oh, liegt schon die Bude. Okay. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein, bis denn, tschüss.